Es gibt ein zweites Gehirn in deinem Darm. Wie du denkst, wie du fühlst, alles wird von dem bestimmt, was in deinem Darm geschieht. Was für ein mächtiges Instrument. Wenn du nicht weißt, wie du es handhaben sollst, dann ist es ein ernstes Problem. In der yogischen Kultur heißt es allgemein, dass du immer Nahrungsmittel essen sollst, die auf einem Feld gewachsen sind, das im Durchmesser oder innerhalb des Radius liegt, den ein Mensch an einem Tag gehen kann. Vom Morgen bis zum Abend. Wenn du in einer geraden Linie gehst, magst du 15, 20 oder vielleicht 25 Kilometer weit kommen. Was also aus einem Umkreis von 25 Kilometern kommt, davon musst du essen. Welche Logik steckt dahinter? Welche Wissenschaft steckt dahinter? Nun, was im Boden als Aktivität des Mikrobioms geschieht und was im menschlichen Darm diesbezüglich geschieht, ist sehr ähnlich. Oder in gewisser Weise eine Art weiterentwickelte oder verbesserte Erscheinungsform desselben im Darm. Nach Hunderten von Jahren sagt die moderne Medizin jetzt, es gibt ein zweites Gehirn in deinem Darm. Eine ganze Menge darüber, wer du bist. Ich hoffe, es ist nicht so für dich, aber eine ganze Menge Dinge darüber, wer du bist, wie du denkst, wie du fühlst, deine Ausgeglichenheit, deine Gelassenheit, alles wird davon bestimmt, was in deinem Darm geschieht. Es wird als ein zweites Gehirn oder das Darmhirn bezeichnet. Nun, es stimmt, dass die Chemie des Körpers sich auf mehreren Ebenen abspielt. Eine Sache ist, Die Drüsensekrete sind sehr wichtig bei der Steuerung der Chemie. Aber der Darm ist der Ort, wo der Input für die chemische Fabrik, die du bist, hereinkommt. All die Nahrung. Also welche Art von Nahrung? Wenn die Nahrung von dem Land kommt, auf dem du stehst, dann hat sie eine gewisse Beziehung. Das ganze Problem, das menschliche Problem, ist, dass nur weil du ein bisschen herumstolzieren kannst, denkst du, einige Leute sagen sogar, dass sie von einem anderen Planeten stammen, oder sie behaupten, sie kommen von einem anderen Universum. Nun, wenn du wie dieser Baum gemacht wärst, mit Wurzeln, die im Boden stecken, dann wüsstest du klar und deutlich, dass du aus dem Boden stammst. Nur wegen der Großzügigkeit der Natur hat sie dir erlaubt, ein bisschen herumzustolzieren, und das hat dich ganz verwirrt darüber, was dein Ursprung ist. Also, wenn du in Verbindung bist mit der Quelle, die der Boden ist, selbst dein Evolutionsprozess wurde vom Boden durchgeführt, initiiert vom Boden, dem grundlegendsten Aspekt der Evolution, aus dem das Leben entstanden ist, zu immer komplexeren Lebensformen auf diesem Planeten, in ihren millionenfachen Erscheinungsformen. Und heute können wir nun zumindest behaupten, dass wir die höchst entwickelten Lebewesen auf dem Planeten sind. Wir müssen erst noch zu einem Sein werden. Dennoch sind wir entwickelte Wesen mit enormem Potenzial. Leider arbeitet dieses Potenzial gegen uns. Unsere Intelligenz. Heute spricht jeder vom Darmhirn als das Wichtigere, einfach weil sie nicht wissen, wie sie dieses Gehirn handhaben sollen. Dieses Gehirn wird zu einem ernsten Problem. Alle denken, es ist die Grundlage von allen psychischen Problemen. Ja, das ist so, wenn du nicht weißt, wie du es handhaben sollst. Was für ein mächtiges Instrument. Wenn du nicht weißt, wie du es handhaben sollst, ja, dann ist es ein ernstes Problem. Daher greifen sie nun auf ihr Darmhirn zurück, das verlässlicher ist. Zumindest funktioniert es unbeabsichtigt. Also die Mikroben im Darm und was sich im Mutterboden abspielt, ist sehr ähnlich. Und er hat nicht nur lebensspendendes Material. Er enthält auch viele, viele Arzneimittel. In der Sprache von heute würden wir sie Medikamente nennen, aber ich würde sie Heilkräfte nennen. Zum Beispiel, weißt du, wurde herausgefunden, viele Studien wurden gemacht, die gezeigt haben, Kinder, die draußen auf dem Boden spielen, haben immer ein reichhaltigeres Darmmikrobiom.
Nicht, weil sie Erde essen. Es geschieht einfach, weil dein Körper und der Erdboden sind nicht zwei unterschiedliche Dinge, lediglich in zwei unterschiedlichen Formen. Ob du ein Gefäß aus diesem Boden machst, oder ob du ein Bild aus diesem Boden machst, oder ob du einen menschlichen Körper aus diesem Boden machst, es ist alles Boden. Nun, die Verbundenheit und die Integration, entweder durch Nahrung oder durch körperliches Verbundensein, ist sehr, sehr wichtig. Und der moderne Lebensstil hat uns vollkommen vom Erdboden entfernt. Wir wohnen weit über dem Boden. Und ja, sogar wenn wir auf den Boden gehen müssen, trägt sie hohe Absätze, die 15 cm hoch sind. Ich habe nichts gegen Damen und ihre Moden, sie können machen, was sie wollen. Aber im Kontakt mit der Erde zu sein, und besonders mit dem Erdboden, ist ein sehr wichtiger Teil eines gesunden und ausgeglichenen Lebens. Es gibt eine ganze Reihe von Dingen, und Menschen haben immer, seit Ewigkeiten, wenn sie Frieden finden wollen, wenn ihr Denken unruhig ist, gehen sie in den Dschungel, in die Berge und sitzen still. Im Yoga legen wir uns immer auf den Boden, ohne jegliche Isolierung, außer organische Isolierung, da unser Körper verbunden sein sollte. Und außerdem soll das elektrische Negativ vorhanden sein. So wird dein Körper sozusagen geerdet, und das Negativ, es neutralisiert die überschüssige positive Ladung, die Rastlosigkeit verursachen kann, die unnötige Aktivitäten, neurologische Aktivitäten verursachen kann, was zu verschiedenen Problemen führen kann. Es ist, als ob du deinen Motor dauernd auf hohen Drehzahlen hältst. Die Menschen gingen also in den Dschungel und in Wälder und auf Berge, und sie setzten sich einfach hin, und sie stellten fest, dass sie friedvoll wurden. Das hat etwas mit der Verbindung zum Boden zu tun. Du kannst denken, das ist ein Baum, aber das ist Boden. Du kannst denken, das ist ein Tier, das ist Boden. Du kannst denken, das ist ein Mensch, das ist Boden. Deshalb ist diese Verbindung sehr wichtig. Heute habe ich eben gehört, als ich in Los Angeles war, sie erzählten mir, es gibt eine Farm gleich außerhalb von Los Angeles, wo, wenn du $50 bezahlst, du eine Kuh für eine halbe Stunde umarmen kannst. Oh. Weil du versuchst, dich mit dem Boden zu verbinden. Du versuchst, das Mikrobiom im Darm anzureichern. Du versuchst, einen Anschein von Ausgeglichenheit in dir zu erzeugen. Nun, wenn du eine kraftvolle yogische Praxis hättest, könntest du das selbst von innen heraus tun. Aber wenn das nicht der Fall ist, ist es am einfachsten, mit dem Erdboden in Verbindung zu sein. Und es ist eine Tatsache, dass mehr als 300 Millionen Menschen an Asthma leiden. Die Hälfte der Kinder in den Vereinigten Staaten entwickeln ein Keuchen bis zum Alter von 3 Jahren, und sie nehmen alle möglichen Medikamente. Menschen sind gegen alles Mögliche allergisch. Nun, vor 100 Jahren hatte man von diesen Allergien noch nie gehört. Nun, ganz wenige hatten das. Heute ist es ganz normal geworden, und alle sind auf etwas allergisch. Ich habe Menschen getroffen, die allergisch auf Sonnenlicht sind. Ich habe Menschen getroffen, die allergisch auf Regenwasser sind. Ich habe natürlich Menschen getroffen, die auf Erdnüsse allergisch sind. Jeder kennt das. Sie müssen sie nicht einmal essen. Wenn Sie diese Hülsenfrucht nur aufbrechen, diese wundervolle Hülsenfrucht, die sehr nahrhaft ist, die wir Erdnuss nennen, da sie im Boden wächst. Nun, wenn ich sie hier aufbreche, könnte ein Allergiker in einer Entfernung von 15 Metern sterben. Sieh dir nur mal die Empfindlichkeit davon an. Diese Dinge sind also passiert, weil wir anfangen zu denken, wir kämen von anderswoher. Natürlich gibt es einige Menschen, die das in deinem Kopf bestärken. Sie sagen, es gibt Bücher, die behaupten, dass ihr alle Außerirdische seid, die von woanders herkamen. Selbst wenn du ein Außerirdischer bist, wenn du zufällig einer bist, habe ich kein Problem damit. Vielleicht bin ich auch einer. Weißt du, so wie ich aussehe? Ich könnte auch einer sein. Aber wir haben uns dem Leben auf diesem Planeten gut angepasst. Das heißt, unser Leben, unser Körper, unsere Nahrung und unser Tod hängen also mit dem Erdboden zusammen. Man muss verstehen, dass diejenigen, die auf Bauernhöfen oder auf offenen Flächen wohnen, die Neigung zu Allergien ist viel geringer bei Kindern in ländlichen Gebieten als bei Kindern, die anderswo leben. Hast du schon mal von jemandem in Afrika gehört, der an Pollenallergie oder etwas Ähnlichem leidet? Hast du von Stammesangehörigen gehört, die hier in der Nähe leben, die an einer Laktoseintoleranz leiden?
So etwas gibt es nicht. Das ereignet sich nur in wohlhabenden Gesellschaften. Da wir meinen, Wohlstand bedeutet, wir sollten zu Wasserstoffballons werden. Das heißt, wir müssen uns in jeder nur erdenklichen Weise von der Erde fernhalten. Und dann beginnen wir, die lebensspendende Magie, die der Boden ist, Dreck zu nennen. Wenn das Dreck ist, werden du und ich zu Drecksäcken. Das wollen wir nicht sein.